Ja, willkommen zurück zu Final Fantasy Brave Exvius, das ja ziemlich nah vor dem Release steht. Ich habe mich übrigens mal umbenannt. Also nicht wundern, dass da oben jetzt ein anderer Name steht, das geht hier ganz easy. Und zwar, es gibt hier vom 27.06., also von gestern bis morgen, gibt es jeweils pro Tag 100 Lapis für, ja, wenn man natürlich schon drin ist. Und das Ganze ist die Release Celebration. Also würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass das Spiel entweder noch diese Woche released wird. Denke mal dann so zum 1. Juli, Freitag. Oder Anfang nächste Woche. Ist allerdings nichts Festes und ich kann irgendwie auch kein Datum finden. Von dem her, keine Ahnung. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass wenn es released wird, es entweder direkt oder später auf jeden Fall in Deutsch kommen wird. Wo waren wir beim letzten Mal hier? Questen, genau, Questen, Questen. Extra hier so ein bisschen Energy Overflow diesmal und noch ein paar Lapis gesammelt, ehe ich hier die nächste Folge aufnehme, weil ja, so eine Folge für 30 Energie, wenn hier ein Dungeon 9 bis 10 Energie kostet, ist halt ein bisschen doof. Ja, die Story hat mir gesagt, skippt man nicht mehr. Ist ja auch relativ interessant. Ja, wir laufen da hoch. Nicht schlecht. Na gut, 8 Energie. Naja, trotzdem zu viel ist, dass man jetzt mit 30 Energie sonst sonderlich weit kommen würde. Wir könnten eigentlich einen Summon machen. Machen wir dann gleich mal nach dem Kampf hier oder so. Obwohl Pina ist ja jetzt eigentlich da. Wir brauchen eigentlich gar nichts gerade vom Summon. Ja, da werden wir eher die Lapis sammeln und dann irgendwie 30 Magieschlüssel holen oder so. Ach so, Fina habe ich noch. Seit der letzten Folge habe ich Fina noch eine Stufe entwickelt. Können jetzt gerade irgendwie nicht reingucken. Er hat auf jeden Fall jetzt 3 Sterne, nicht mehr 2 Sterne. Und ist quasi schon etwas sinnvoller. Aber brauche jetzt aber noch ein paar Level, um dann nochmal hochgestuft zu werden. Hochstufen entwickelt. Ja. Oder auch aufgeweckt, wie es hier heißt. Zumindest, wenn. Ich hoffe, es wird nicht so übersetzt. Bitte nicht wortwörtlich übersetzen. Das haben wir schon bei anderen Spielen das Problem.
schöner Crit, aber den letzten AP hätte man der Bombe dann auch noch wegnehmen können. Nö, will ich jetzt eigentlich nicht abholen. Ach verdammt, das hat, na, egal. Haben wir das halt übersprungen, was soll's. Wasser. Und es scheint mir gegen die sinnvoll zu sein, wenn es Feuerdinger sind. Ja, Weakness war zumindest einmal dabei. Naja, wenigstens eins gekillt. Hier nicht vorhin einer 6%. Habe ich mich wahrscheinlich nur verguckt. Okay, sie denkt, wir werden verfolgt. Thank you.
Ich schätze mal, ein klein wenig Feuer wird hier gar nicht so verkehrt sein. Oh, was haben wir hier? Revive one ally from KO. Lol, die kann raise? Oder wäre so eine Terra wahrscheinlich gar nicht so schlecht zu haben. Kann ich schon AOE hier? Kann die, glaube ich, noch gar nicht. Nee. Und doch hier. Ah ne, doch nicht. Verlesen. Das könnte sogar noch bis zum Level abreichen, dass wir direkt nochmal Energie dazu bekommen. Erstmal gibt es jetzt wieder ein bisschen Story. Abgesehen davon, dass Fina die Präsenz von Gegnern verspürt. Oder zumindest denkt, sie würde es tun. Er kann sich auch nicht entscheiden, was er will.
Aber wenn die nächste Stage jetzt 8 kostet, haben wir definitiv noch ein Level Up dabei. Und zweimal Heaven's Ash, nett. Weiß nicht, auf dem Berg stehen oder im Luftschiff. Finde ich auf dem Berg stehen, aber irgendwie doch schon noch ein bisschen sicherer. Naja. Wunderbar, da können wir gleich noch weiter gucken, weil Energie. Und diesmal labern sie gar nicht am Anfang. Thank you.
Der Gipfel. Ach, sie meinst du doch wieder labern. Ein Wyvern. Tja, mit dem Luftschiff wäre es einfacher, hat er völlig recht. Oh, hier ist noch ein Exploration Stage jetzt dazugekommen, wie es aussieht. Ja, auf jeden Fall. Aber 10 Energie haben wir nicht. Machen wir erstmal Story weiter. I guess I am. Das ist so Schwachsinn. I guess I do hätte da stehen müssen. Aber naja, ist ja eine Beta. Und Lokalisierungsprobleme und Gumi, das geht ja sowieso einen ganz langen Weg miteinander. Ach, verkackte Scheiße hier. Naja, gut. Wir können auf jeden Fall noch das Kolosseum machen, genau, da haben wir ja gerade noch 3 wiederbekommen.
Es ist Connection Error. Ah. Ja, 27 Minuten. Ja, ist jetzt auch nicht zu schlecht. Dann werde ich jetzt erstmal die Folge hier beenden und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann, ja, machen wir hier noch das Gebiet. Dann müsste, glaube ich, hier noch eins und hier noch eins. Und dann ist das auch schon wieder vorbei mit der Insel. Beziehungsweise geht das dann an die Questen. Ja, ansonsten macht's gut und bis zum nächsten Mal.